Ich heiße Brown Eyes, sag aber Brycey. Das klingt schöner. Ich gucke ein bisschen böse, denn als Eisbärmama mache ich mir richtig doll Sorgen um die Zukunft meiner Kinder. Und um die Zukunft von uns Eisbären. Wo wir herkommen, da schmilzt das Meereis. Auf dem Festland finden wir zwar Bären und Gras, doch das macht uns heftige Bauchschmerzen. Wir brauchen Fleisch. Ohne Schnee werden wir als weiße Bären beim Jagen von Beutetieren früh erkannt. Sie laufen weg und wir hungern. Seitdem ich zur Hälfte braunes Fell habe, klappt es etwas besser mit dem Jagen. Trotzdem bin ich endlos traurig. Könnt ihr Menschen uns nicht unser Eis wiedergeben? Hi, ich bin Opti. Ich weiß, Mama Brycey nervt total mit ihrem Umweltfrust. Aber du und deine Freunde, ihr Kinder, packt das mit dem Klimawandel. Darum bleibe ich einfach cool. Hi Kinder, jetzt sprecht ihr mit Pessi. Dieser schlimme Klimawandel. Davor kann mein großer Bruder Opti mich niemals beschützen. Er ist zwar tough, aber auch ein Träumer. Hallo, Mama nennt mich Hope. Beten soll ja helfen, aber meine Tatzen sind schon ganz spröde vom ewigen Beten. Betet ihr oder macht ihr was anderes gegen den Klimawandel? Egal was es ist, ich hab euch lieb. Der WWF warnt. Es gibt nur noch maximal 31.000 Eisbären auf der Welt. Das Meereis wird aufgrund des Klimawandels bis 2035 im Sommer komplett schmelzen. Eisbären könnten bis Ende des Jahrhunderts fast völlig ausgestorben sein.